Da weiß man doch gar nicht, welche SBC man als erstes in FC24 abschließen möchte. Der heutige Content sehr, sehr gut, wie ich finde. Schauen wir uns jetzt in Ruhe gemeinsam an. Neue Evolution, hier die Showdown SBC, eine weitere Spieler SBC. Und ja, ich habe mal hier so ein kleines Hero-Pickchen vorbereitet, weil ich bin immer noch ein Stück weit hin und her gerissen. Lohnen sich die Dinge eigentlich noch? Wir haben hier Golasso, gut Fantasy, glaube ich, und Golasso Food Fantasy und was haben wir noch? Ja, die Heroes, also die Greats of the Game, die in den letzten Wochen kamen. So, ich dachte mal wieder, Coin 83 und der 86er Team ist sehr, sehr günstig. Kann man definitiv mitgehen. Ich habe Möglichkeiten, vielleicht auch einen Ginola, der gerade noch bei 500.000 Coins steht, oder einen Captivia, Antonio Di Natale und ja, gut, die Fantasy Heroes, Vincent Company vielleicht oder Lucio, da würde man sich auch noch ein Stück weit freuen. So, all in all ist es natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß, das Pick. Macht ihr den noch auf? Wenn ja, was hattet ihr so in diesem Pick? So, mich würde es übrigens mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Es motiviert mich hier täglich durchzuziehen. Servus, grüezi und hallo. Gehen wir gleich rein in den Hero Pick. Was ist es? Pablo Frute? Ja, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, ich glaube, das hat sich nicht gelohnt. Aber dennoch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich würde es cool finden, wenn sie diese Hero Picks die nächsten Wochen umwandeln oder die nächsten Tage umwandeln würden, damit mir halt da dann endlich die Golasso Heroes dann ja in solchen Picks haben. Aber natürlich nicht in Hero Form. Nein, da habe ich mich gerade versprochen. In Icon Form. Das wäre das Wichtigste, dass wir endlich auch die Golasso Icons etc. in solch ja gut gepreiste Packs dann auch mit reinbekommen. Ich habe jetzt das 84x7 gerade aufgemacht, weil immer wieder die Frage kommt, lohnt sich das? Und ja, ich glaube, das war gerade selbsterklärend, leider nicht für mich. Ich finde die Packweight im Vergleich zu der letzten Woche extrem schwach. Ja, PTG-Karten konnte man extrem gut ziehen, aber jetzt diese Mark Your Match-Karten oder Make Your Mark-Karten, Schreibe Deine Geschichte-Karten, extrem schwer. Ich weiß nicht, wie läuft es bei euch? Habt ihr mehr Packluck? Ich hoffe doch. Dann kam heute der Showdown. Ja, wenn man keinen Packluck hat, kann man sich zumindest mit den grandiosen SPCs das Team verstärken. Das Krasse ist, bei Bergwein, der hat 5 Sterne schwacher Fuß bekommen. Das war immer so ein Problem auf seinen Karten, dass er einfach zu wenig Sterne bei Weakwood hatte. Jetzt Hochmittel, 4 Stats über 90, Tempo 97, Schießen 92, 92 Passen und 95 Dribbling und kostet, glaube ich, nur so um die 80.000 Coins. Also das ist eine absolute 68.000 Coins, Rabiot 164.000 Coins, eine absolute Top-Top-SPC, dennoch immer wichtiger, die Playstyles zu beachten, wie die Stats, er hat einen Powerschuss, er hat einen harten Pass und er hat die Raserei, naja, macht ihn jetzt wahrscheinlich dann auch, der Preis macht Sinn, wenn man die Playstyles betrachtet, von den Stats, er schaut die Karte natürlich viel zu günstig aus. Dann haben wir Adrien Rabiot, Frankreich-Spieler gegen die Niederlande, das ist das absolute Top-Spiel, wie ich bin in der Vorrunde. Ich glaube, nächsten Freitag ist das oder so. Und der Sieger wird dann noch plus 2 bekommen. Rabiot mit 2 Passen-Playstyles und den Hamster und natürlich noch den Ariel in Silber. Ja, das macht die Karte natürlich extrem interessant. Er hat auch sehr, sehr gute Stats, wie ich finde. Ja, wenn er jetzt das plus 2 Upgrade bekommen würde, sollte Frankreich gegen die Niederlande gewinnen, dann hätte er auch das Schießen und das Passen über 90, 6x90. Also die Karte muss man wahrscheinlich mitnehmen, denn beim Teambauen muss ich sagen, bei Rabiot ist es sehr, sehr cool, weil du ihn auf links Mittelfeld bauen kannst und dann halt irgendwie ins Zentrum ziehen. Ja, das Problem an der Karte sind die Arbeitsraten. Das ist wirklich schade von EA, aber mein kann man jetzt nicht ändern. Dann ist noch Ivan Tony gekommen, ja, Tony oder Tony, wenn man ihn ausspielt, hat hoch, 5 Sterne schwacher Fuß, so weit, so gut. Auch die Stats sehr, sehr stabil, 97 Ruhewert. Ja, ist denn der so krass im Abschluss? Kann dann heute Abend, wenn er sein Einsatz, sein Debüt gibt, auch noch ein verbessertes Chemiesystem haben. Wir schauen uns auch gleich die PTG-Tracker noch an, wo die einzelnen Karten gerade stehen und was sie noch machen müssen für ihre Upgrades. All in all, Playstyle schaut auch gut aus. Was kostet der hier? Er kostet 150.000 Münzen. Ja, für 150.000 Münzen schauen die Playstyles definitiv gut aus. Aber natürlich darf man jetzt hier nicht reingehen und sagen, ich brauche eine absolute Obermeterkarte. Solche Karten nimmt man einfach mit, wenn man Bock drauf hat und möchte sie irgendwie dann auch ein Stück weit zocken. Daher, ich finde es sehr, sehr cool, die SBCs, die sie heute gebracht haben. Morgen wird es dann wahrscheinlich wieder so sein, dass sie auf die 81 Plus Picks switchen, was sehr, sehr schade ist, ne? Weil dieser ständige Wechsel 82, 81, das haben wir ja schon auch ausführlich bemängelt gehabt.
dass wir uns hier ein bisschen mehr Kreativität wünschen würden. Und somit ist ein 82 Plus Pick, kann man definitiv dann vielleicht auch mal einen 83 Plus Pick ergeben. Wäre das zu viel, unendlich 83 Plus Picks? Ich glaube nicht. Okay, dann haben wir hier jetzt nichts mehr. Dann würde ich mal auf die Evolution schauen, was da heute gekommen ist. Die heutige Evolution. Oder schauen wir noch kurz in die gestrige rein. Ich habe mich entschieden, Hani Mukta zu nehmen. Die deutsche Erfolge. Das Coole ist, ihr könnt eine deutsche Karte auf eine 87 oder was bringen. Beziehungsweise einfach nur in dieses Europa Coppa Festival of Football Evo Outfit bringen. Und dann passt sie nämlich in dem Mittelfeld und Angreifer Evolutions rein, die wir noch offen haben von den ganzen Packs, die wir bekommen haben für das Festival of Football. Das heißt, wenn ich meine Muck da fertig habe, kann ich ihn in die Sturmprofis Euros reingeben und habe dann eine 95er Mukta-Karte mit 5-5. Also das ist schon hervorragend, cooles, cool geregelt von ihr, dass man sich da auch ein bisschen ja, durcharbeiten kann und coole Kombinationen finden kann. Erst dachte ich, was ist das für eine schlechte Evolution, als ich sie das erste Mal gesehen habe, weil da passt ja gar keiner von meinem Team rein. Und jetzt denke ich mittlerweile, die Kombinationen sind so interessant, das macht definitiv Spaß, sich da einen coolen deutschen Spieler zu bauen. Und ich hätte Bock auf den Mukta. Dann kam heute das Elite-Quartett. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde die Evolution für 200.000 Coins eine absolute Frechheit. Warum verlangt man 200.000 Coins für eine Evolution im Juni? Ich verstehe es nicht. Ja, muss EA dann selber wissen. Auf jeden Fall haben wir coole Kandidaten zur Auswahl, das stimmt, ja, aber das schauen eher mehr oder weniger zu Free-to-Play aus. Das Upgrade, was sie kriegen, der hat dann auch 4 Playstyles. Also erstmalig in der Evolution könnt ihr Karten dann zusätzlich zu 4 Playstyles bringen. Das ist ein Wiedererkennungswert. Das erste Mal, dass es legal geht. Also es gab ja schon Umgehungslösungen. Das ist natürlich cool. Ja, wenn ich dann so einen Kunde sehe mit 4 Playstyle Plus oder einen Trippier, auch wenn die Stats natürlich kacke sind. Aber dennoch, das ist natürlich einzigartig, dass du da aber 200.000 Münzen für eine Karte mit 4 Playstyle Plus, das müssen schon die perfekten Playstyles sein, dann könnte man hier definitiv argumentieren, dass die 200.000 Coins wert sind. Wenn ich mir jetzt die Fred-Karte gebe, seine Inform hat Dribbling alles auf 99 und hat dann Batterie, Quickstep, Passen, also zweimal Passen, schaut schon cool aus für einen Zentrumspieler. Also all in all, 200.000 finde ich aber trotzdem zu hoch, auch wenn es 4 Playstyle Plus sind. Hier habt ihr einen Crespo, wahrscheinlich ist er besser wie der aus der SPC. Schaut da gerne mal eure Vereine durch, was da möglich ist oder was ihr für Positionen braucht und welche Karten ihr da dementsprechend dann entwickeln könnt. Weil sie sollten schon in euer erstes Team reinpassen, wenn ihr hier 200.000 Coins ausgibt. Apropos Coins, ihr könnt euch das Video vom Freitag jederzeit wieder ranholen, wenn ihr da Interesse daran habt, eure Coins zu vermehren. Wir haben dann einen Path to Glory Tracker. Ja, Spanien hat gewonnen, Pedri wird eine 97, Captivia hat gewonnen, zwei Tore geschossen, genauso die Natale bekommen beide ein Upgrade. Kenny Dalglish heißt ein Tor. Was sehr interessant ist für mich, ist, dass wir die Niederländer mit Depay und De Jong, die haben heute gewonnen, Depay ein Sieg, De Jong ein Sieg, ich habe ja De Jong tradable, bekommen auch Upgrades. Und heute wird es dann wahrscheinlich so sein, dass wir einen Christensen hoffentlich mit einem Upgrade aktuell führen, die Dänen noch mit 1-0 bekommen und da geht das Ganze schon. Ich hoffe, ihr habt auch coole Karten in euren Teams, was ich sehr, sehr krass finde. Und das weiß ich nicht, ob ihr den mitnehmt, aber den Garnacho gestern, der gekommen ist, hat 4 Playstyle Plus. Wenn du jetzt hier noch 270k, also wenn du jetzt einfach noch 200k abziehst, bist du bei 270k, ja, würde ich lieber den Garnacho nehmen, anstatt die Evolution machen, also einfach die 270k noch draufziehen, Garnacho mitnehmen. Habt ihr, denke ich, mehr davon als für den Karten, die ihr evolutionieren könnt. Die Stats super, 4 Playstyles perfekt, sein Dribbling muss atemberaubend sein, haben ein paar Reviews angehört. Also wirklich, ich bin auch schon ganz kurz davor, den mitzunehmen, obwohl ich Luis Diaz habe. Bei mir ist es ein bisschen blöd, ich habe mich für Luis Diaz entschieden. Und jetzt bringen die halt immer Woche für Woche geilere SPCs und man tauscht irgendwie die Karten, nachdem man sie 5 Spiele vielleicht gespielt hat, tauscht man die Karten wieder aus, um halt dann neue Karten zu testen. Soll auch im Juni so sein, man soll jetzt alles rumtesten. Aber ich bin ehrlich, irgendwie reizt oder irgendwie ärgert es einen dann doch schon, dass man sein Futter für Luis Diaz abgegeben hat und jetzt will man auf Garnacho gehen. Aber bei mir muss ich sagen, ich könnte das schon gut einbauen. Und hätte ich auch Bock drauf zu zocken. Gestern, das war die einzige Make Your Mark Karte bisher, die ich gesehen habe. Außer Lenormand habe ich noch gezogen. Und Theate, also drei sind es jetzt insgesamt.
Aber ich finde die Packwood überhaupt nicht gut. Ich bin echt gespannt, was ihr zu Packwood sagt. Ich hoffe, dass wir morgen wieder coolen Crafting-Content be bekommen und dann sehen wir uns morgen schon um dieselbe Uhrzeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Backlog und bleibt gesund. Bis morgen. Hashtag 14 nicht vergessen. Peace out.